zu Ende reparieren. Und dann gucken wir uns mal den neuen Beißer an. So. Achso, Zink wollte ich mitnehmen. Stopp. So. Und ich bin schon gespannt, wie wir das schaffen, das Bronze herzustellen. Also die Kristalle abbauen habe ich jetzt hier doch schon mal versucht gehabt. Das ging gar nicht. Wie komme ich denn an die Diamanten ran? Und ich bin mir bewusst, ich drehe mich da recht häufig im Kreis. Wie ich die Sache angehen soll. Als habe ich jetzt auch schon versucht gehabt, jetzt die Kristalle abzubauen. Das ging nicht. Und dann hatte ich es jetzt vor kurzem nochmal vorgehabt. Es bringt einfach nichts. Aber also ich muss an Diamanten rankommen, um Diamanten abbauen zu können. Das macht null Sinn für mich. Ne, muss ich nicht. Ich muss an Diamanten rankommen, um den Polisher zu bauen. Okay. Also ich muss nur in Anführungszeichen Bronze herstellen können. Ich guck mal ganz bei Bronze, wie ich da hinkomme. Das war irgendwas bei den Flüssigkeiten. Genau, hier war schon mal Tin und Zink. Da ist Bronze. Boah. 1000 Science Packs, ja. Und 750 davor. Ich brauche 1750 Science Packs. Das sind 175 Alien-Artefakte. Naja, ein bisschen weniger, weil wir die Effektivitätsmodule haben drin, aber trotzdem. Ich finde das so dermaßen krank, wie viele Alien-Artefakte man braucht, um einfach nur die Forschung zu machen, um Edelsteine abbauen zu können. Und da braucht man die Edelsteine ja nochmal um... Muss ich echt tagelang umherfahren und Basen zerstören? Oder auf die Königin warten, die eventuell gar nicht kommt. So. Da ist er. Ah. Wir haben keine neuen Beißer. Das sind immer noch die Elderbeiter. Ich muss mich da nachts nur irgendwie verguckt haben. So, da haben wir Würmer. Ich steig nochmal kurz aus. Ja, also ich werde jetzt sehr viel guerillaartig durch die Gegend fahren müssen. Basen zerstören. So. Wenn wir wieder durchfahren. Bisschen was töten. Ah, das ist wieder ein großer jetzt. Dann reparieren, lange Zeit. Dann wieder durchfahren, wieder was töten. Was ich wirklich nicht so schön finde. Also ich hoffe, das wird in zukünftigen Dialtech-Versionen irgendwie ein bisschen anders gehandhabt. Ich weiß, es gibt später diese anderen Science Packs. Also der neuesten Version. Eventuell wird das damit ein bisschen umgangen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach auf die neueste Dialtech-Version umstellen, um endloses Grinde zu ersparen. Weil wenn ich auf 0.11 umsteige, was ich jederzeit könnte, das habe ich getestet. Der Speicherstand ist kompatibel, es geht auch nichts verloren an Ärmchen oder sonst irgendwas. Ist alles kein Problem. Weil wenn ich darauf umsteige, dann habe ich definitiv genug zu tun, bis die Königinnen da sind. Weil ich muss dann wieder mal die Basis ein wenig umstellen. Guck mal mit. So, zwei Würmer sind tot, Spawner ist tot. Das müsste ich eigentlich reparieren. Ich probiere lieber nochmal die zwei Würmer auch zu erwischen. Oh. Die sind so schnell. Ihr seid Rentnerbeißer, ihr sollt nicht schnell sein. Aber es klingt echt nach einem Plan. Ich mache ein Upgrade auf Version 0.11. Dann habe ich ganz viel zu tun, was die neuen Science Packs angeht. Und während ich da am Rumbauen und Basteln bin, was ich ja eh am liebsten mache und optimieren, dann mutieren die Gegner. Mutieren die Gegner und wir kriegen dann hoffentlich irgendwann die Königin. Und mit den Königinnen haben wir einen endlosen Vorrat an Alien-Artefakten. Was spricht dagegen?
nichts, was mir ad hoc einfallen würde. Machen wir das da so. Fällt mir echt nichts ein. Also ja, das Spiel wird dann anders aussehen. Also die Spielfigur wird auch anders aussehen. Die Perspektive ist, glaube ich, sogar leicht anders. Dytech wird wesentlich komplizierter werden, als wenn es jetzt nicht schon kompliziert genug wäre. Also es kann gut sein, dass da auch noch Dinge drin sind, die ich nicht bedacht habe. Aber soweit ich das gesehen hatte, also Lava hat weiterhin funktioniert. Der Prozess mit der Schlacke hat weiterhin so funktioniert. Sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Charakterlogistik-Slots laufen. Gut. Noch mehr Charakterlogistik-Slots? Nein, es wird langsam teuer. Okay. Bessere Toolbelt. Es sind nur 15 Alien-Artefakte. Nein, ich soll die Alien-Artefakte wirklich aufbewahren für die guten, wichtigen Sachen später. Das hier muss ich jetzt erforschen, um später, viel später, nach ganz vielen Science Packs das Bessere dazu erforschen. Ja, also mach erstmal das hier. Research. Gut. Das heißt, ich denke, ich werde zwischen dieser und nächster Folge das Update machen. Ich werde vorher sicherstellen, dass ich auch wirklich die aktuellsten Versionen habe. Werde das Ganze in einer separaten Installation nochmal testen. Weil da kommt ja andauernd irgendwas Neues raus. Das letzte Mal, dass ich die 0.11er getestet habe, die damals aktuelle, da ging es halt. Das heißt, das werde ich dann nochmal testen. Und wenn das soweit alles stabil zu sein scheint, dann treffen wir uns in der nächsten Folge wieder zu einer neuen Welt. Wo wir kein blauer Mann mehr sind, sondern ein wesentlich größerer, orangener Mann. Was mache ich in der Zwischenzeit? Also, wir haben ja noch ein paar Minuten, bis die Folge zu Ende ist. Ich könnte noch versuchen, irgendwas platt zu fahren. Das müssten wir immer machen. Ja, ich halte es hier mal durch. Oh, 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 ja. Das ist letztes Mal schiefgegangen. Lalala. Oh. Mir ist gerade aufgefallen, ich komme gar nicht mehr zurück. Ja, ich komme echt nicht mehr zurück. Und ich fahre andauernd gegen irgendwelche kleinen Bäume durch. Gegen immer bin ich tot. Und ich hole immer wieder Hunde. Ich bräuchte irgendwo einen richtig schönen großen. Kriege ich euch klein? Ja, kriege ich. Nein! Ach, Munition, ich fahre so lange im Kreis. Das ist wieder Silber, ne? Ne, Kristallformation, okay. Und bloß nicht die Basis da unten ist voll holen. Du bist kaputt. Okay, jetzt fahr nach oben, fahr nach oben, fahr nach oben. Schönes Eisenvorkommen. Weiter hoch. So, steig aus, reparier die Kiste. Holz dann auf dem Rückweg nochmal durch die Basis im Wald durch. Ja, da kommen sie. Und den anderen Spawner mit. Ich glaube, da hat mich so ein Elderbeiter angedatscht. Das war der Wagen. Damit kann ich leben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier kommt ihr nicht durch. Hier komme ich jetzt nicht weg. Okay, gut. Können wir noch schnell einen Wagen bauen? Da. Die ganzen Leichen sind schon eingesackt, ne? Müssten sie, ja. Also setz den neuen Wagen bitte hin. Ich würde ganz gerne die Alien-Artefakte einsammeln. Ja, hier in dem Holz und ein Stück Kohle.
Bombtod. 5 und 7. 12 Stück. Das reicht nicht mehr für einen besseren Toolbelt. Oh weia. Ja, das wird echt ein Krampf, da die Alien-Attacken zusammenzukriegen. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, dass in der nächsten Version da so weit was gedreht wurde, dass man mehr zu tun hat. Weil sonst kommt es mir so vor, als wenn man an eine Forschungsgrenze quasi rankommt. Und die kann man nur überwinden, indem man tierisch viel tötet. Was natürlich machen kann, aber was ich persönlich langweilig finde. Also wahrscheinlich hätte ich zum Beispiel das erste Mal, als ich das Auto bauen konnte, da hatten wir glaube ich noch nicht mal rote Beißer. Da hätte ich einfach 2-3 Stunden lang durchgehend in der Gegend rumheizen müssen und Basen platt fahren. Und dann hätte ich wahrscheinlich genug von den Alien-Artefakten, um dann in dieser Tiefphase, wo man nichts machen kann, um dann weiter zu forschen. Aber mal ehrlich, 2-3 Stunden am Stück durchgehend durch die Gegend fahren und Basen platt fahren, das ist irgendwie komisch. Ein Hunde. Brauchen wir wieder ein bisschen Money. So, ein Hundespawner habe ich erwischt und ich glaube einen Wurm. Die Hundespawner sind eh doof, die bringen nur 1-2 Science Packs, Artefakte. Das heißt übrigens, bei der nächsten Version sind dann auch die ganzen Vanilla-Änderungen mit bei, ne? Also die Panzer sind da, aber die Panzer sind wie gesagt nicht so wirklich toll. Ein Panzer hält bei weitem nicht so viel aus wie das Auto hier. Wobei, es gibt auch eine bessere Version von dem Panzer. Aber die konnte ich bisher nicht bauen. Das wäre vielleicht ein schöner Zwischenschritt. Also wenn der Wagen es irgendwann nicht mehr bringt, dann den MK2-Wagen zu benutzen. Aber dann müssen wir in der nächsten Folge gucken, was man da alles so Schickes für braucht. Wobei ich denke, die ersten 5-6 Folgen nach dem Umbruch von dieser Version hier zur nächsten Version werde ich mich primär darum kümmern, die ganzen neuen Science Packs zu automatisieren. Also es gibt dann so ein Bio-Science Pack und ein Construction-Science Pack und es gibt ganz viele verschiedene Science Packs. Und die hätte ich dann auch schon mal alle ganz gerne automatisiert. Wir werden noch eine größere Forschungsanlage brauchen. Weil es gibt halt so viele verschiedene Science Packs, dass man nicht das wirklich gut hinbekommt. Na doch, durch Roboter. Also im Low-Tech-Bereich ist es ein wenig problematisch, die ganzen Science Packs auch zu der einen Forschungsanlage zu bekommen. Weil du bräuchtest dann 10 oder so Fließbänder, die zu einem einzigen Forschungslabor fließen. Und das sieht dann sehr albern aus. Du, da. Weep, weep, weep. Ja. So, eigentlich will ich nur die Dinge da einsammeln, aber die Würmer müssen weg. Der Wurm muss weg. Und fertig. So, und, kurz aussteigen. Im Auto, das macht es mal doof. So, wie viele habe ich jetzt? Ich habe jetzt 71. Hört sich schon mal ganz okay an. Haben wir da unten? Oh, das sieht gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. Kommt mal alle her. Fahr mal um euch rum, mach den da kaputt und bin halb tot. Das ist nichts Ungewöhnliches. Mehr Muni. Oh, nicht da reinfahren. Gold! Das muss ich irgendwann später abbauen. Einfach nur des Abbauens willen. So, und euch jetzt knacken. Ja, mach mal. Ist okay. Oh. Das ist ein neuer. Türkis. Das kann ich noch nicht. Weg, 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 weg. Muni hält. Ah, nein, nicht neu spawnen, neu holen. Kurz warten. Es wird dunkel, das ist nicht gut.
Also Plan. Ich repariere gleich den Wagen. Wenn der Wagen repariert ist, mache ich den Rest von der Basis da unten kaputt. Dann repariere ich den Wagen nochmal. Und dann fahre ich dahin, wo ich gerade den anderen Beißer gesehen habe. Den Typ. Kacke. Okay. Du dummer, dummer Wagen. Hier. Ja, ich will wissen, wie der Beißer heißt. Weil ich habe Horrorgeschichten gehört von einem Biter King oder so heißt er. Und natürlich sind die Repair Packs auch alle. So, brech das ab, mach das da. Uff, 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 uff. Wenn es die Königin wäre, wäre super. Weil dann könnte ich mir das Aufstufen auf die nächste Version eigentlich sparen. Weil dann hätten wir die Pause quasi überbrückt. Und hätten dann auch so passive Möglichkeit, an die Science Packs ranzukommen. Das werden wir ja gleich sehen. Im Halbdunkeln. So, rein da. Obwohl, warte mal, hau mal vor kurz diesen Baum da kaputt. Leg das Holz da rein. Noch irgendwas zu verbrennen haben wir ja gerade nicht. So, ich glaube, ich gucke erstmal da drüben hin. Wo war das? War doch hier im Westen irgendwo, oder? Nee. Dann, das ist die Basis, die wir kaputt machen wollten. Genau. Ich habe einen Wurm getroffen. Okay, so wird das nichts. Ich gehe kurz runter, gucke, ob ich den Wurm den Biter finden kann und dann geht's ab nach Hause. Naja, da sehe ich nichts so Großes wie da eben. Jetzt kann ich wieder gar nichts sehen. Das ist, okay, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Sprit ist alle. Das habe ich vergessen. Jetzt bin ich tot. Nein. Lauf schneller. Die müsste doch eigentlich gleich in die Basis kommen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Lauf, 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 lauf. Dann lass mich rein. Dann mach hinter dir die Mauer wieder zu. Oh, oh, oh. Gut. Hätten wir das auch wieder überlebt. Es ist ja bloß noch ein zweites Auto gestorben. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Wahrscheinlich mit der neuen Version. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich mich um die neue Version kümmern will. Und alles, was da neu zugekommen ist. Oder ob ich nach der neuen Beißerart gucke. Aber wahrscheinlich werde ich mich eher um die neue Version kümmern. Also dann, bis gleich.